Herzlich willkommen. Ich freue mich. Viel Interesse für dieses Panel. Wir stehen genau in einem Monat vor der Bundestagswahl und wollen uns heute über Aspekte, die uns hier als Cannabiswirtschaft betrachten, unterhalten, und zwar über die politischen Rahmenbedingungen. Wir haben eingeladen, alle Parteien, die potenziell in der Regierung vertreten sein könnten nach der Wahl. Und alle haben zugesagt, sie finden das Thema wichtig. Das freut mich, das freut uns. Und insofern gehen wir auf unsere vier Themen ein. Das wird Medizinalcannabis sein, es wird die Frage nach Nutzern von Lebensmitteln sein. Es soll die Frage nach den rechtlichen Rahmenbedingungen für CBD hier in Deutschland sein. Und was natürlich sehr viele Leute dann interessiert, wie sind die Positionen zur Bundestagswahl, beziehungsweise was können wir nach der Bundestagswahl eventuell erwarten? Und insofern freue ich mich ganz herzlich, hier die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien zu begrüßen. Neben mir Dr. Wieland Schindenburg, er ist von der FDP, von der Liberalen Partei. Er ist der drogenpolitische Sprecher seiner Fraktion, Mitglied im Bundestag, hat immer ein offenes Ohr für die Cannabiswirtschaft, ist sehr engagiert, weil er in der Opposition ist und auch viele Fragen an die Bundesregierung stellt. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da sein darf. Nice to meet you. Nima Moffasat ist ebenfalls Bundestagsabgeordneter. Er ist Vertreter seiner Partei von den Linken, von der Linken Partei. Er ist auch drogenpolitischer Berichterstatter, neben vielem anderen. Und auch die linke Bundestagsfraktion hat sehr weitreichende Beschlüsse und Anträge in der Vergangenheit vorgelegt, die bisher noch keine Mehrheit bekamen. Aber ich freue mich auch sehr, Herr Moffasat, herzlich willkommen. Guten Tag. So, und der dritte Vertreter der momentanen Oppositionsparteien im Deutschen Bundestag, also auf Bundesebene, auf föderaler Ebene, ist Werner Graf. Werner Graf ist hier Landesvorsitzender der Grünen in Berlin. Und er war aber maßgeblich mitbeteiligt an der Erarbeitung des Cannabiskontrollgesetzes, was die Grüne Partei ja bereits seit zwei Legislaturperioden vorgelegt hat, wo es relativ detailliert darum geht, wie Cannabis als Genussmittel kontrolliert abgegeben werden kann. Herzlich willkommen, Herr Graf. Hallo. Ich komme jetzt zu den beiden Vertretern der momentanen Regierungsparteien. Zum einen auf dem Podium habe ich hier Herrn Burkhard Blinert. Herr Blinert war bereits etliche Jahre im Bundestag, damals der drogenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Er hat maßgeblich daran mitgearbeitet, dass die Sozialdemokratische Partei in Deutschland wieder etwas reformfähiger in der Frage von Cannabis und Cannabispolitik wurde. Ja, die waren in den 90er Jahren schon mal etwas weiter, aber er hat dann jetzt hier in den vergangenen Jahren die vorbereitenden Schritte gelegt, dass eben auch die Sozialdemokraten sich des Themas mehr annehmen. Und insofern kann man sagen, er ist einer der Wegbereiter für seine Partei, dieses Thema zu behandeln. Herzlich willkommen, Herr Blinert. Danke für die Einladung. Herr Blinert kandidiert aktuell auch wieder für den Bundestag. Aus meiner Sicht kann ich sagen, viel Erfolg. Und kommen zu unserem zweiten Vertreter der Regierungskoalition, Herrn Erwin Rüddel, den wir zugeschaltet haben. Herr Rüddel ist Mitglied des Bundestages und er ist der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages. Als Mitglied der CDU hat er sich schon vor einiger Zeit getraut, auch was zum Thema Cannabis und Reformen zu sagen. Soweit ich mich erinnere, war Herr Rüddel damals auf einer Delegationsreise des Ausschusses in Uruguay,
hat sich das angeguckt und hat dann seine Schlüsse gezogen. Er vertritt innerhalb der CDU sicherlich eine bemerkenswerte Meinung. Er ist als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses kein ganz unwichtiger Vertreter. Und möglicherweise können wir dann nach der Wahl irgendwann auch sagen, vielleicht war er, ähnlich wie der Herr Blinert, einer der Vorbereiter innerhalb seiner Partei für eine bessere Cannabispolitik in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Rödl. Guten Morgen. Ja, ich freue mich. Ich denke, wir legen auch gleich thematisch los. Wir haben wahnsinnig wenig Zeit mit einer Stunde. Thema Medizinalcannabis. Haben wir hier aktuell in Deutschland mehrere Probleme. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Zum einen gibt es eine sehr hohe Ablehnungsquote durch die gesetzlichen Krankenkassen, bis zu 40% für die Erstattung der Cannabis-Rezepturen. Wir haben immer noch das Thema des Regressausschlusses für Ärzte, sprich, wie werden die behandelt, welche Fehler dürfen sie machen oder nicht machen. Das ist eine ganz große Fragestellung für die Akzeptanz innerhalb der Therapie und Verschreibung. Und wir müssen uns natürlich auf alle Fälle auch mit der Versorgungssituation hier in Deutschland mit Medizinalcannabis auseinandersetzen. Ja, wir haben eine sehr regulierte oder begrenzte Anzahl, was hier in Deutschland drei Firmen produzieren dürfen. Das wird dann abgegeben, auch zu relativ niedrigen Preisen im Moment, in die Apotheken. Der Rest muss importiert werden. Und die Patientinnen und Patienten klagen über Versorgungsengpässe. Sie kriegen nicht genau das, was sie möglicherweise brauchen. Es gibt die Fragestellung, also soll mehr angebaut werden hier in Deutschland und unter welchen Bedingungen? Ja, auch aus dem Publikum kam im Vorfeld über unsere Konferenz-App schon Fragen. Gibt es auch die Bestrebungen, eben die harten Anforderungen in Deutschland, GMP-Standards, eigentlich darf der Anbau nur in Hochsicherheitsbunkern, Indoor stattfinden. Gibt es Bestrebungen und Ideen, dies zu deregulieren, zu lockern, zu verbessern? Und ich würde jetzt versuchen, mal allen relativ knapp die Gelegenheit zu geben. Herr Schinnenburg, fangen Sie an und sagen uns vielleicht Ihre Meinung zu dem, wie soll es weiter aussehen mit Medizinalcannabis in Deutschland, welche Perspektiven gibt es? Also wir fangen mit dem Guten an. Es ist gut, dass 2017 im Gesetz steht, dass Medizinalcannabis von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. Aber dann ist das Gute auch schon zu Ende. Sie haben ja schon gesagt, ein Drittel, 40% der Anträge werden abgelehnt. Das ist ganz offen gegen das Gesetz. Im Gesetz steht, nur in begründeten Ausnahmefällen dürfen die Krankenkassen es ablehnen. Das ist ein Verstoß gegen das Gesetz und es nützt auch nicht den Menschen. Wir haben genügend Menschen, die Medizinalcannabis brauchen. Es kann nicht sein, dass die Krankenkassen das verweigern. Erster Punkt. Zweiter Punkt, was kann man da tun? Wir als FDP haben einen Gesetzesänderungsantrag vorgelegt, der besagt, dass ein Genehmigungsvorbehalt verpflichtend abgeschafft werden soll, sondern ein freiwilliger. Also die Ärzte können überlegen, will ich es genehmigen lassen, ja oder nein. Wenn es genehmigt wurde, muss das der Regress ausgeschlossen werden. Ich bin Fachanwalt für Medizinrecht und damit vertrete öfters Ärzte, zwar nicht bei Cannabis, aber bei anderen Fällen. Wenn Ärzte mit rechnen müssen, dass sie nachher nicht nur ihr Honorar nicht bekommen, sondern die Kosten des Medizinalcannabis selbst tragen müssen, dann verschreiben sie nicht mehr. Wir müssen also dringend eine Regresssicherheit haben. Das haben wir beantragt. Leider haben es die Koalitionsfraktionen abgelehnt. Der zweite Punkt ist, die Menge ist viel zu gering. 2,8 Tonnen pro Jahr beim eigenen Verbrauch in Deutschland von 30 Tonnen ist viel zu wenig. Wir als FDP wollen 100 Tonnen, ja, Sie haben richtig gehört, 100 Tonnen, mehr über den deutschen Bedarf hinaus. Wir wollen Deutschland zu einem Cannabis-Exportland machen. Dazu gehört aber auch eine Entbürokratisierung. Also, was im Vertreter der Firmen da sind, es ist extrem teuer, Cannabis in Deutschland herzustellen, wegen gewaltiger bürokratischer Auflagen. Das muss geändert werden. Ich bin nicht dafür, dass man völlig ungeschützt Cannabis herstellen kann, aber man muss nicht unbedingt einen Betonbunker machen. Und außerdem bin ich der Meinung, der Staat muss auch nicht de facto oder de jure der Hersteller sein. Das muss dringend liberalisiert werden. Deutschland verschläft bezüglich Cannabis den Anschluss zur Welt, ähnlich wie Digitalisierung, das wollen wir ändern. Also Kanada und Israel, zieht euch warm an, wenn FDP in die Regierung kommt, dann gibt es Konkurrenz aus Deutschland. Herr Moffassat.
Ja, die Probleme haben Sie ja schon im Prinzip alle genannt. Wir haben auch im Bundestag einen Antrag gestellt, als Linke den Genehmigungsvorbehalt zu streichen. Ich glaube auch, was man nochmal berücksichtigen muss, dass viele Patientinnen und Patienten sagen, sie finden überhaupt keinen Arzt, der Cannabis verschreibt. Und das hat nicht nur mit der Genehmigungsfrage was zu tun, das hat auch oft damit zu tun, dass man sich gar nicht damit auskennt. Das heißt, wir bräuchten auch dringend mehr Fortbildung, mehr sozusagen Anreize auch, sich damit zu befassen bei Ärztinnen und Ärzten. Dazu gehört natürlich auch der Ausschluss von Regressforderungen. Also wir müssen da sozusagen an das Gesetz nochmal ran. Das ist eine Aufgabe für die nächste Legislatur, hier ein paar Eckpunkte nochmal zu ziehen am Gesetz, damit die Krankenkassen nicht weiter Anträge ablehnen. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir die Preise in den Apotheken senken können. Da ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir in Deutschland anbauen, das ist völlig klar. Wir bauen in Deutschland derzeit 2,6 bis 2,8 Tonnen Cannabis an. Allein der deutsche Bedarf wären aber 30 Tonnen. Also allein um den deutschen Bedarf zu decken, müssen wir mehr als 10-fache anbauen in Deutschland und es muss angepackt werden. Warum die Bundesregierung bis heute keine neue Ausschreibung gemacht hat, ist mir dabei unbegreiflich. Also abgesehen davon, ich teile das, dass die Hürden auch bürokratisch zu hoch sind, aber ist es auch unglaublich, dass sie selbst unter diesen Regelungen nicht eine neue Ausschreibung gemacht haben. Also da verpennen sie sozusagen die Entwicklung und lassen vor allem viele Patientinnen und Patienten im Regen stehen, die nicht an ihr Medikament kommen. Und das ist ein untragbarer Zustand, für den diese Koalition die Verantwortung trägt. Und ja, das wird sich ändern mit der Linken, wenn wir in die Regierung kommen. Herr Rüdde, wie bewerten Sie denn die Entwicklung von Medizinalcannabis seit Einführung des Gesetzes? Sehen Sie auch Handlungsbedarf an den angesprochenen Fragen? Was ist Ihre Einschätzung? Also ich sehe auch Handlungsbedarf. Zum einen positiv, Herr Dr. Schiedenburg hat es angesprochen, 2017 ist das Gesetz auf den Weg gebracht worden. 2015 waren wir seinerzeit mit dem Ausschuss in Uruguay und haben uns seitdem intensiver mit Cannabis als Medizin beschäftigt. Ich denke, das ist ein erster großer Schritt. Weitere müssen folgen und es ist ja angesprochen worden. Ich glaube, wir brauchen insgesamt eine Aufklärungsstrategie. Diese Aufklärung muss also den Arzt erreichen, muss aber auch den Patienten erreichen. Wir haben im Moment nach meiner Wahrnehmung Cannabis dann überwiegend eingesetzt bei Schmerztherapien, Epilepsie oder MS. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man hier die Forschung intensiviert, dass man weitere Bereiche findet, wo also Cannabistherapien sinnvoll sind für den Patienten. Deshalb müssen wir nach meiner Meinung mehr in Forschung investieren. Wir müssen aufklären in alle Richtungen, Patient, Arzt, auch Kassen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir den Anbau intensivieren müssen. Ich will mich da nicht auf Mengen festlegen, aber ich denke, dass also hier noch Kapazitäten ausgeweitet werden müssen und halt eben auch wichtig, dass man einen Anbau hat, wo also der THC-Gehalt sozusagen stabil ist. Und ich denke, je stabiler der THC-Gehalt, desto besser lässt sich auch dann Cannabis im Medizinbereich dann einsetzen. Also bin froh, dass wir heute so weit sind, aber wir werden an diesem Thema weiter dranbleiben müssen. Danke. Herr Graf, was sagen die Grünen zum Thema Medizinalcannabis? Gibt es da Überlegungen der Fortentwicklung?
Naja, das meiste wurde schon mal gesagt. Das ist ja interessant und schön, dass man endlich auf mal Podien ist zu dem Thema. Also ich mache seit 97 die Politik jetzt bei Drogenpolitik. Am Anfang wurde man ja immer ein bisschen ausgegrenzt. Jetzt haben wir da eben mindestens bei Cannabis als Medizinalsache sehr großen Konsens. Ich glaube, wir müssen tatsächlich hingehen, dass wir das einfacher produzieren können. Wir haben im Augenblick nach wie vor das Problem, dass Firmen, die das auch machen wollen, kaum dazukommen. Wie gesagt, nur die drei. Die Mengen sind viel zu gering. Die Hürden sind viel zu hoch. Wir müssen das auch im Outdoor auch viel einfacher anbieten können. Es kann bei vielen Punkten nicht sein, dass man, wenn man sich darum bewerben will, auch einfach nur das alles schon mal gemacht haben muss, gerade wenn wir es neu einführen. Wichtig ist, dass das Produkt, das hinten rauskommt, gerade bei der Medizin das Richtige ist und nicht, dass man die Hürden davor zu hoch setzt. Da sind wir auch ganz klar. Und ich denke, wo wir auch nochmal rein müssen, und das, da ist einfach eine extremste Lücke, ist in die Forschung. Und da ist die Politik auch gefordert, dass wir gerade nochmal weiter forschen, welche positiven Aspekte oder welche heilenden Aspekte hat Cannabis, damit wir auch da mehr mit reingehen. Ich glaube, da muss man auch nochmal deutlich viel mehr Geld zur Verfügung stellen, damit diese Forschung auch mit passiert und dann das Medikament dann auch besser angebaut werden kann. Den Rest schließe ich mich allen an. Ich muss, glaube ich, das nicht einfach nochmal 1:1 wiederholen. Danke. Herr Blinert, Sie waren als Mitglied des Gesundheitsausschusses ja maßgeblich mit an der Einführung beteiligt des Gesetzes. Wie bewerten Sie denn das Gesetz? Was ist gut gelaufen? Was müsste jetzt verbessert werden? Also ich möchte nur mal festhalten, 2017 haben wir es einstimmig im Bundestag beschlossen. Das ist etwas für den Bereich tatsächlich Ungewöhnliches gewesen. Und was ich hier auch feststelle, 4 Jahre später, ich habe es ja dann eben eher vom Rande, vom Spielfeld her betrachtet, wo die Defizite auch liegen. Ich glaube, wir haben erstmal von der Grundlage ein super gutes Gesetz tatsächlich alle gemeinsam gemacht. Und wenn wir jetzt in der neuen Legislaturperiode da einsetzen, wo die Punkte gerade schon genannt worden sind, glaube ich, können wir das viel, viel besser machen. Wir wissen, dass die Potenziale nach oben noch offen sind. Wir wissen, die Flaschenhälse, Arzt, der Preis in der Apotheke, das, was gesagt wurde am Anbau selber hier in Deutschland, wie stark das durchbürokratisiert ist. Ich glaube, da können wir manche Hürde wirklich abbauen. Ich stelle eine Einigkeit fest. Ich nehme euch alle beim Wort hinterher. 2022 werden wir dann zum Schwur kommen. Das muss nämlich aus meiner Sicht zügig passieren. Wir dürfen da nicht noch länger warten. Wir haben 4 Jahre gute Erfahrungen gemacht. Mir sagen auch einige Unternehmen, alles in Ordnung, weil wir langsam wachsen konnten, weil wir das uns beobachten konnten, weil auch die Krankenkassen gelernt haben, der MD hat gelernt etc. Wenn wir da manche Hürde wegnehmen, und da steckt die Substanz ja schon im Gesetz drin. Was wir ja geschafft haben, war ja wirklich die Krankenkassen übernehmen. Das ist absolut wertvoll. Die Therapiefreiheit des Arztes ist festgelegt. Das können wir noch mal stärken, indem wir da stärker die Anforderungen noch mal hineinlegen, was Weiterbildung, Fortbildung betrifft. Und dass wir das ganze Spektrum natürlich öffnen der Anwendungen. Da gibt es noch manches, was im Moment unter der Evidenz noch eher nicht verschrieben wird, aber wo wir da, glaube ich, freier sein können, wenn wir stärker in die Forschung auch reingehen. Jetzt will ich es nicht wiederholen. Ich glaube, ich bin da ganz in vielen Punkten sind wir gemeinsam hier unterwegs und dann können wir das zügig 2022, glaube ich, auch umsetzen. Vielen Dank. Ich würde gern gleich weitergehen zum nächsten Thema, Nutzsenf. Wir haben ja aktuell die Situation, dass wir die Ausnahme haben im Betäubungsmittelgesetz. Nichtsdestotrotz ist die Pflanze an sich hier in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt. Und das führt natürlich zu verschiedenen Regulierungen. Als Stichpunkte werfe ich mal in den Raum. Wir haben den THC-Grenzwert von 0,2%, der nicht überschritten werden darf. Es gibt Bestrebungen, diese Grenze wieder auf 0,3% hochzusetzen vom Europäischen Parlament. Also auch hier in Deutschland war die Grenze schon mal höher. Als Branchenverband gucken wir natürlich immer ganz gerne auch in die Nachbarländer. Ja, Schweiz 1,0, Frankreich höher und so weiter. Also wir stehen da hier schon auch vor regulatorischen Fragen, die uns als Cannabiswirtschaft doch viele Schwierigkeiten machen. Und insofern ist das für uns natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wie wird damit umgegangen? Auch die relativ unpraktikablen Grenzwerte, die jetzt als Empfehlungen des Bundesinstituts für Risikobewertung rauskamen. Der BfR hat im Anfang des Jahres neue Empfehlungen rausgegeben, sind sehr schwierig. Ja?
Um ein Beispiel zu bringen, ja, wenn ich einen großen Teelöffel von Hanföl in meinen Salat reinkippe, kann ich diese Grenzwerte, die da vorgeschlagen wurden, schon leicht überschreiten. Ja. Und das ist natürlich sehr lebensfremd insgesamt. Ja. Hat auch nichts damit zu tun, was es vorher für Möglichkeiten mit Hanf als Lebensmittel gab. Und ich glaube, da müssen wir ran. Dann, um ein drittes Beispiel zu nennen, wird vielleicht auch getrieben von deutscher Seite, wir wissen es nicht so genau, die Diskussion geführt, dass die Betrachtung von THC zusammengeführt wird. Also das THCA, die nicht psychoaktive Grundsubstanz, Acid, die Säure, die erst durch Erhitzen zu Delta-9-THC wird, dem psychoaktiven THC, soll möglicherweise jetzt auf europäischer Ebene vielleicht, also hier in Deutschland gibt es die Bestrebungen oder liest sich das schon, soll zusammen betrachtet werden. Das macht es für uns als Industrie, als Hersteller, als Produzenten, aber auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich viel, viel schwerer, wenn wir da nicht zu vernünftigen Einschätzungs- und Grenzwertfragen kommen. Gut, es gibt die ganzen Sachen im Nutzhanfbereich hier, die sehr deutsch sind. Blühmeldung, die ganze Anmeldung muss gemacht werden, es muss die Erntefreigabe gemacht werden. Und wenn dann die Grenze von 0,2% THC bei der Ernte überschritten ist, was in den letzten Sommern, die heiß waren, die wasserarm waren, ja mal passieren kann, muss theoretisch die ganze Ernte wieder vernichtet werden. Also, ja. Ich sage nur ein letztes Beispiel. Wir haben seit 1996 ist es wieder erlaubt, Nutzhanf in Deutschland anzubauen. Das Gesetz hat sich in der Frage nicht geändert. Aber wir als Branchenverband haben etliche Mitglieder, die seitdem Nutzhanf produzieren, die seitdem Lebensmittel herstellen. Jetzt stehen dann die Staatsanwaltschaft mit den Lastern vor der Tür. Die ganze Produkte werden eingesammelt. Und wir hören das fast wöchentlich jetzt. Ja. Das Gesetz hat sich nicht geändert, die Auslegung in der Frage schon. So, jetzt ist natürlich meine Frage an die Politik. Ist das ein haltbarer Zustand, beziehungsweise wie können Sie uns helfen? Alle Fraktionen, das sage ich jetzt noch mal kurz, alle Fraktionen der hier vertretenen Parteien haben kürzlich in einem Bericht des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft im Deutschen Bundestag erklärt, sie wollen Reformen. Wir wollen das prüfen und so weiter. Das ist schon mal ein gutes Signal. Aber ich möchte natürlich wissen, was soll konkret unserer Branche helfen? Wie können wir denn wieder international anschlussfähig werden in der Frage hier auch in Deutschland? Wer möchte zuerst? Ich kann gerne anfangen. Also Sie haben die rhetorische Frage gestellt, ob es ein haltbarer Zustand ist. Die Frage kann ich leider beantworten, das ist ein völlig unhaltbarer Zustand. Der wichtigste Punkt ist Rechtsunsicherheit. Also wenn insbesondere, ich denke gar nicht an große Firmen, auch an kleinere Firmen, die völlig rechtsunsicher sind, kommt morgen früh die Staatsanwaltschaft mit dem Lastwagen angefahren. Es kann doch nur um eine einzige Sache gehen, nämlich darum, ob durch diese Produktion gefährliche Betäubungsmittel produziert werden. Das muss ich ausschließen. Alles andere ist doch nun Käse. Und ob nur 0,2% ist eine völlig ungeeignete Grenze in meinen Augen, die kann deutlich höher sein. Hinzu kommt noch was anderes, egal welche Grenze ich nehme. Wir haben mehrfach Fälle gehabt, wo der Hersteller oder der Händler Tests gemacht hat, war die Grenze eingehalten, dann kommt die Polizei, macht neun Tests, da liegt sie um 0,1% gerade drüber und sofort geht das Strafverfahren und die Razzia und so weiter los. Wir müssen auch das so organisieren, dass es ausreicht, wenn man einen seriösen Test vorlegt, unabhängig davon, was ich nach meinem Regal liegen habe. Also wir brauchen schlicht irgendwie Rechtssicherheit, da muss dringend was passieren. Wir haben ein kleines Problem, wir alle sitzen im Parlament und können Gesetze machen, wir können aber nicht sozusagen die Exekutive direkt steuern, insbesondere deshalb nicht, weil es ja Ländersache ist. Also die Bundesregierung, selbst die Bundesregierung kann nicht die Landesregierung anweisen, schon gar nicht die Kreise. Ich habe gehört, der Landkreis Osnabrück soll der schlimmste sein, was aktuell noch so ist, können wir als Bundestag wenig machen. Deshalb glaube ich, müssen wir in das Gesetz auch noch vorsehen, genauere Vorgaben für die Exekutive. Es kann nicht sein, dass einzelne, längst nicht alle, aber einzelne Verwaltungen, kurz gesagt, durchdrehen. Also wir brauchen Rechtssicherheit. Einziger Maßstab ist, dass Missbrauch verhindert wird und da brauchen wir keine 0,2% Grenze. Aber es geht doch ganz einfach. Raus aus dem Betäubungsmittelgesetz. Damit ist alles gemacht. Das ist der perfekte
der perfekte Bürokratieabbau, da müsste doch die FDP sofort mitgehen und dann haben wir da die ganzen Probleme nicht mehr. Bestimmen wir die Samen und die Pflanzen, die da drunter liegen und dann können wir die einfach anbauen. Es darf nicht sein, dass die Bauern dauernd Lotterie spielen in diesem Bereich. Wir brauchen diesen Nutzhanf, wir brauchen den gerade auch für die ökologische Wende. Wir wollen hier in Berlin zum Beispiel immer mehr bauen. Wir brauchen dafür auch guten Dämmstoff. Hanf ist da geeignet. Wir müssen bei der Baumwolle auch weg. Da ist auch Hanf geeignet. Das kann man einfach durchdeklinieren in allen Bereichen. Wir müssen hier eine ganz andere Politik machen. Wir müssen da deutlich hoch mit dem Grenzwert. Soweit ich weiß, sind wir bei 0,6. Ich gebe auch bei 1% mit, wie es in der Schweiz ist. Und dann muss die ganze andere Bürokratie weg. Das muss einfach angebaut werden dürfen, ohne weitere Anmeldungen. Ja, da kann ich direkt anschließen. Grüne und Linke haben ja im Bundestag auch gemeinsam einen Antrag eingebracht. Der wurde abgelehnt, den Grenzwert auf 0,6 zu setzen. Also damit wir sozusagen den italienischen Wert nehmen, also ein EU-Land, zu sagen, also das ist doch sozusagen eine Referenz. Das hat, ich kann auch mit 1% sozusagen leben, ist alles in Ordnung. Ob 0,6 oder 1%, es ist ja in beiden Fällen ausgeschlossen, dass ein Rausch entsteht. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und deshalb hat das auch in der Tat nichts im BTMG zu suchen, weil das BTMG soll sozusagen Rauschmittel erfassen und das ist kein Rauschmittel. Also es ist natürlich Quatsch, dass es da drin ist. Und ich will auch sagen, also das Argument stimmt ja nicht ganz mit der Verwaltung, was gerade von Herrn Schindenburg gesagt wurde, weil die Verwaltung muss ja nach Recht und Gesetz handeln und wenn wir einen höheren Grenzwert haben und die Verwaltung sozusagen da ständig rechtswidrige Einsätze durchführt und CBD beschlagnahmt, dann kriegen die halt auch Probleme mit der Justiz. So, und der BGH, der Bundesgerichtshof, hat ja vor kurzem erst entschieden, dass es nicht verboten ist, CBD-Produkte zu verkaufen. Also das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiges Signal. Es ist nicht verboten. Die haben gesagt, es kommt auf den Grenzwert an. Da kann der Gesetzgeber ran, den Grenzwert hochsetzen. Da sind viele Probleme gelöst, nicht alle, beileibe nicht. Ja, weil das wurde ja schon gesagt, dass der Anbau von Nutzhanf auf den Feldern so schwierig ist, also die bürokratischen Hürden, den Antrag zu stellen beim Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung in dreifacher Ausfertigung mit zig Angaben, dass man jede Ernte sozusagen anmelden muss, dass man, wenn dann der Grenzwert überschritten werden muss, dass theoretisch die ganze Ernte vernichten muss. Also dieser bürokratische Wahnsinn muss weg, weil in der Tat auch Nutzhanf in vielerlei Hinsicht sinnvoll ist. Und wir reden ja immer über den Klimawandel. Eine Tonne Nutzhanf speichert 1,6 Tonnen CO2. Das ist ein super Wert. Man kann auf der gleichen Fläche, wo man Wald sozusagen hat und daraus Papier herstellt, die vierfache Menge an Papier mit Nutzhanf herstellen. Also Nutzhanf ist auch im Bereich der ökologischen Wende gut. Und wir haben sogar in unserem Wahlprogramm, das finde ich nochmal eine ganz nette Idee, drin, dass dort, wo jetzt die Braunkohlereviere geschlossen werden, dass wir dort Nutzhanf anbauen, damit wir sozusagen dort die ökologische Wende voranbringen und Arbeitsplätze schaffen. Finde ich eine ganz nette Idee und ja. Wir müssen auf jeden Fall ran. Das ist ein großes Thema. Vielen Dank, Herr Moffassat. Ich würde gern gleich nochmal den Vertretern der Regierungsparteien, auch wenn sie jetzt nicht die Fachpolitiker hier für die Landwirtschaft sind oder für die Ernährungswirtschaft, aber würde gerne auch nochmal zuerst Herrn Bliner, dann Herrn Rüddel fragen. Können Sie sich vorstellen, hier zu Änderungen zu kommen? Ist es sinnvoll? Wir als Branchenverband sagen natürlich auch, Nutzhanf raus aus dem Betäubungsmittelgesetz. Können Sie sich Änderungen vorstellen oder wie können Sie uns vielleicht sonst helfen? Zuerst Herr Bliner, dann bitte Herr Rüddel. Ja, Punkt 1, Änderungen kann ich mir vorstellen. Raus aus dem Betäubungsmittelgesetz finde ich absolut notwendig und richtig. Punkt 2, um das jetzt kurz zu fassen. Wir brauchen zwei Vereinbarungen jetzt für die kommende Legislaturperiode. Es muss Gegenstand bei den Koalitionsverhandlungen sein, Förderung von Nutzhanf in Deutschland. Das heißt auch dementsprechend Ausbau der Förderung auch. Das haben wir schon mal in der Vergangenheit häufiger gehabt. Das muss stärker werden. Der zweite Punkt, der in den Koalitionsverhandlungen vereinbart werden muss, ist eine Initiative auf europäischer Ebene, damit eben ganz klar regulatorische Grenzen auf europäischer Ebene, was ja heute immer noch hier dann auch reinwirkt, abgebaut werden können und wir da einheitlich auch in Europa vorangehen können und das Ganze fördern können. Vielen Dank, Herr Blinert. Herr Rüddel, wir sind ganz gespannt. CDU, CSU ist doch immer eine Partei, die sich auch um die Landwirte kümmert. Ja, ich denke, hier haben wir ein Spannungsfeld und ich sehe die Chancen, aber man muss halt eben auch abwägen, die Risiken. Und wenn ich beobachte, wie sich
auch dieser Markt in den letzten Jahren verändert hat. Und wir, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, ihn stärken wollen, auch in Deutschland, wird man zu Veränderungen kommen müssen. Politik ist immer ein dynamischer Prozess. Und wir haben jetzt seit Einführung Medizinalcannabis sind jetzt 4 Jahre vergangen. Und ich denke, wie Herr Bienert sagt, 22 wird ein Jahr sein, wo man dann entsprechende Rückschlüsse ziehen muss und Entscheidungen treffen muss. Aber ich sehe insgesamt auch einen Veränderungsbedarf, wobei ich mich jetzt, weil das also, ich sage es mal, auch noch nicht Diskussionslage in meiner Partei ist, dass man hier über Mengen und Gehalt redet. Aber ich, man sieht es ja auch an der neuen Positionierung insgesamt, was also legale Mengen angeht bei privatem Konsum, bei der Drogenbeauftragten. Also ich sehe hier einen Veränderungsprozess. Wie weit der dann geht, das wird man 22 oder bei den Koalitionsverhandlungen dann ausloten müssen. Aber mich, Entschuldigung, Sie haben jetzt eine doofe Position, weil Sie ja wirklich kämpfen in Ihrer Partei, aber die Risiken beim Nutzamt würden mich wirklich mal interessieren. Was ist denn der Risiko, wenn man nicht bekifft werden kann, wenn man das dann nimmt? Also wir brauchen diesen Stoff und welche Risiken da wirklich mit einhergehen könnten, dass wir sagen, wir haben bestimmte Pflanzenarten, die unter den Grenzwerten sind, mit denen man sich nicht berauschen kann, denen wir für den Klimaschutz, ist das Risiko so, dass es zu viel Klimaschutz ist oder wie? Also das verstehe ich nicht. Ja. Wir werden in die Diskussion gehen und abwägen. Vielen Dank. Das Beruhigende ist ja, dass tatsächlich auch die Kolleginnen und Kollegen von allen hier vertretenen Parteien tatsächlich schon Reformbedarf in diesem Bereich sehen. Und insofern ich auch zuversichtlich bin, dass wir in den weiteren Gesprächen mit den Vertreterinnen und Vertretern im Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung sicherlich zu Fortschritten kommen können. Ich vermute, das wird dann aber auch erst Anfang nächsten Jahres irgendwie stattfinden können. Es sei denn, je nachdem, wir kriegen vielleicht auch das Thema als kleineren Punkt in die Koalitionsverhandlungen, in welcher Konstellation auch immer rein. Ich schreite sehr schnell voran jetzt weiter. Ich kann Ihnen aber versprechen, wir dokumentieren das ja auch alles. Wir haben auch die verschiedenen Aussagen der Politikerinnen und Politiker als Branchenverband dann aufgenommen. Und wer auf unserer Seite ist, kann dann auch mal gucken unter den Publikationen. Da gibt es zu den einzelnen Themen dann auch die Aussagen. Wir freuen uns ja auch, dass wir das dann sozusagen publik machen können oder auch zusammenstellen können. Insofern bitte ich um ein bisschen Verständnis, dass wir natürlich in jedem Thema sehr viel weitergehen könnten, eigentlich jeweils eine eigene Diskussionsrunde machen können. Aber wir wollen ja heute den Überblick gewinnen über die gesamte Breite oder fast die gesamte Breite der Cannabispolitik in Deutschland. Daher, was uns als Branche, was viele Vertreterinnen und Vertreter auch hier im Saal natürlich sehr interessiert, das Thema CBD oder auch andere nicht berauschende Cannabinoide und das vor allen Dingen so für den Alltagsgebrauch. Das war ja erstmal gar kein Thema, seitdem Nutzern, also CBD als natürlich vorkommendes Cannabinoid, eins von über 100, gab es ja schon immer in der Pflanze Cannabis. Es hat dann vor ein paar Jahren so ein Boom angefangen und irgendwann kam aus mir unverständlichen Gründen dann wurde CBD in die Novel Food Verordnung reingenommen, auf EU-Ebene. Nun ist das da in dem Katalog drin, der zwar nicht rechtsverbindlich ist, die Verordnung schon, aber nicht der Katalog. Das führte aber zu sehr vielen Problemen bei uns. Klar, und dann gibt es auch immer noch den Verkauf von den CBD-Blüten, rechtlich umstritten, mit vielen Urteilen,
obwohl der Bundesgerichtshof jetzt gesagt hat, okay, auch die Abgabe an Endverbraucher, sofern ein Missbrauch auszuschließen ist, ist möglich. Das haben die Oberlandesgerichte vorher nicht so gesehen. Werden wir immer noch auf weitere juristische Fragen warten müssen. Jetzt, wie auch immer, es gibt immer wieder Polizeikontrollen, es gibt Razzien, es gibt diesen unklaren Rechtsrahmen. Es gibt viele Hoffnungen innerhalb bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Es gibt natürlich auch Hoffnungen bei uns in der Wirtschaft, in der Industrie. Es gibt sicherlich auch Forschungsbedarf zu den Themen. Wir haben also eine ganze Palette vor uns. Und deswegen, ja, Herr Rüttel, Sie hatten sich auch schon mal zum Thema CBD geäußert und eigentlich schon mal eingefordert, es müsste mal einen vernünftigen Rechtsrahmen geben. Vielleicht sagen Sie auch diesem Publikum noch mal, was Sie da zu dem Thema denken. Ja, ich habe mich ja schon vor 3 Jahren positioniert, dass wir ein Modellprojekt auf den Weg bringen sollten. Hier gibt es also ja unterschiedliche Positionen, die einfach mal neutral, objektiv überprüft werden sollten und dass man dann daraus dann Rückschlüsse zieht, weil im Moment habe ich das Gefühl, dass die Argumente aufeinanderprallen, ohne dass also Bewegung in die Sache kommt. Und deshalb denke ich, sollte man in einer Modellregion, die gut überlegt sein sollte, mit festgelegten Mengen, festgelegten Personen staatlich kontrolliert, dann Cannabis abgeben können, dass das dann wissenschaftlich ausgewertet wird, dass man das dann als Grundlage nimmt für. Jetzt muss die Verbindung sich erst noch mal ein bisschen aufbauen. Ich gehe aber trotzdem noch mal in der Frage CBD weiter. Wie schaffen wir es? Wer möchte denn gleich? Herr Moffassat, ja. Wie schaffen wir es denn, da wieder so ein bisschen anschlussfähiger zu werden an den internationalen, an den europäischen Markt? Ja, Herr Moffassat. Ja, also ich glaube, Herr Rüdel hat jetzt gerade CBD und THC, ehrlich gesagt, Herr Rüdel war schon ein bisschen weiter bei den Modellprojekten für Genuss, für Cannabis als Genussmittel. Ja. Genau. Also ich für die Legalisierung von Cannabis bin da, aber das lasse ich jetzt mal an der Stelle weg. Zum CBD. Also wir haben ja erstens zum Glück abwenden können, dass die EU-Kommission ernsthaft hingeht und CBD als Betäubungsmittel einsortiert. Das war ja geplant. Das ist abgewendet worden zum Glück. Das wäre ja auch völlig wissenschaftlich irre gewesen. Zeigt aber natürlich, wie problematisch die Debatten auf EU-Ebene sind. Dass CBD also als Novel in diesem Katalog der Novel Food Verordnung steht, ist insofern, also Novel Food, sozusagen neuartige Lebensmittel. Ich meine, CBD gibt es länger als die EU, also deutlich länger. Insofern ist das schon ein bisschen absurd. Ja? Sicherlich bei synthetisch hergestelltem CBD würde ich auch sagen, das ist Novel Food, das ist was Neuartiges, aber das sozusagen natürlich hergestellte CBD ist kein Novel Food, gehört da raus und wäre ja auch für viele Händlerinnen und Händler eine deutliche Verbesserung, weil das ist ja ein Teil des Problems, wenn heute CBD-Produkte verkauft werden, CBD-Lebensmittel verkauft werden, dass dann sozusagen die Frage kommt, wo ist die Novel-Food-Genehmigung? Es gibt ja bisher auch keine, soweit ich das sehe, in Deutschland. Und es ist ja auch, die ist ja auch nicht, habe ich mir sagen lassen, günstig. Es ist ja relativ teuer. Es ist etwas, was gerade für kleine und mittelständische Unternehmen auch schwer umzusetzen ist. Insofern, Deutschland hat ja auch einen gewissen Ermessensspielraum und die müsste Deutschland auch nutzen, um hier sozusagen eine Regelung zu schaffen, die CBD-Herstellern ermöglicht, CBD-Lebensmittel abseits der Novel-Food-Verordnung auf den Markt zu bringen, damit eben nicht der Staatsanwalt am Ende vor der Tür steht. Als Branchenverband schlagen wir vor einen Dreiklang. Wir haben natürlich Vorkommen, dass CBD aus der Pflanze für den Alltagsgebrauch und das sollte möglichst unreguliert sein. Dann haben wir, ich sag mal, wir müssen insgesamt Grenzwerte dazu natürlich festlegen und definieren. Dann haben wir den zweiten Bereich.
angereicherte, also Extrakte, wo CBD zusätzlich sozusagen extrahiert wird, höhere Konzentrationen. Das können wir uns durchaus auch als Novel Food vorstellen. Und dann haben wir einen dritten Bereich, hochdosierte Fragen, Heil- und Arzneimitteln. So, das ist unser Vorschlag als Branchenverband, als BVCW. Kann sich dem denn irgendjemand hier anschließen? Ja. Ja, wobei ich bei der zweiten Stufe noch gar nicht so streng wäre. Ja, also die erste und dritte Stufe, Identity 2, wäre ich fast noch großzügiger als Sie. Man muss nicht automatisch das zu die dicke Keule auspacken, das wurde ja alles schon gesagt. Mein Maßstab ist, solange ein CBD-Produkt keinerlei Gefahr hat, irgendwie als Betäubungsmittel verwendet zu werden, da bin ich für extreme Liberalisierung. Man muss sich diesen Eiertanz mal bei Karamalz oder sowas vorstellen. Ich meine, das ist bei Karamalz oder solchen Produkten, also das ist ja alles einfach nur noch, also es ist einfach eine Behinderung von der Wirtschaft und von Produkten und von Innovationen und das kann einfach so nicht sein. Und deshalb, wenn solange wir das nicht mit der Legalisierung bekommen, dann hätten wir ganz andere Situationen, Ausgangslagen, muss man das einfach vereinfachen und raus. Also ich sehe hier auch die Möglichkeit, dass man zumindest in den ersten beiden von Ihnen genannten Fällen zu mehr Flexibilität kommt, sehe das ähnlich wie Herr Dr. Schindenburg. Habe ich jetzt ein Problem? Das freut mich. Ja, kurz, habe ich jetzt ein Problem? Nein. Dann können wir es ja wirklich abkürzen und zum Kern kommen. Wir wissen ja noch nicht, wer nachher mit wem koaliert. Das besprechen wir ja jetzt gleich noch. Aber das ist die letzte Runde. Herr Blinert. Ja, dann können wir es ja wirklich jetzt mal den dritten Punkt auch abschließen, weil ich finde, das, was Herrn Rödel eben angesprochen hatte, das ist ja der Kern der Debatte. Wie geht es weiter mit der Legalisierung halt von Cannabis überhaupt in Deutschland? Mit CBD, da könnt ihr als Branchenverband so richtig jetzt Gas geben, ne? Merkt ihr ja, und dann können wir richtig was erreichen in der kommenden Legislaturperiode. Wir sehen ja auf alle Fälle, was um uns herum passiert, dass CBD Blüten als Tabakersatzprodukt bereits in Zigarettenschachteln bei unseren Nachbarn verkauft werden. Ja? Und wir hinken hier in Deutschland wegen nothing hinterher. Ja? So, also ich möchte auch, dass unsere deutsche Cannabiswirtschaft und Cannabisindustrie sowas verkaufen kann. Wir müssen einfach hier dieselben Marktbedingungen haben, wie in der EU auch sonst da sind. Also ich finde das ein Unding und ich melde mich aber bei Ihnen. Ich fand die Aussagen sehr schön und ich sehe da viele Chancen für die Zeit nach den Koalitionsverhandlungen, mindestens auch in dem Bereich. Es freut mich. So, also und jetzt kommen wir dann halt mal zum Thema, wie soll die Cannabispolitik unabhängig von den, ich sag mal, bereits legalen Feldern jetzt, die wir hier schon mal angerissen haben, wie soll es in der Cannabispolitik in Deutschland weitergehen? Ja, was soll sich nach der Bundestagswahl ändern? Und Herr Rüttel hat schon ein bisschen angerissen, aber ich möchte natürlich auch allen anderen noch mal kurz die Chance geben. In, ich sag mal, anderthalb Minuten schaffen Sie das, jeweils die Position Ihrer Partei und Ihre eigene Position kurz vorzutragen, damit wir den gemeinsamen Wissensstand hier im Raum haben. Denn ich vermute, gegenseitig kennen Sie Ihre Positionen, aber vielleicht nicht jede und jeder hier im Publikum. Und deswegen würde mich freuen, fangen wir diesmal hinten an, also von mir aus hinten, Herr Blinert, SPD, die Sozialdemokratische Partei. Ja, wir haben es im Programm stehen zur Bundestagswahl, dass wir uns um den Bereich kümmern wollen. Wir haben auch dieses Modell, die Modellprojekte in der Bundestagsfraktion als Beschluss auch in der letzten Legislaturperiode gefasst, sind also weit darüber hinausgegangen, was der Koalitionspartner letztendlich wollte auch, also insofern vorbereitet. Modellprojekte will ich einen kurzen Satz, das werden wir nochmal auf einem anderen Panel morgen auch ein bisschen vertiefen, sagen. Es gibt viele Kommunen, die haben Beschlüsse gefasst und die Kommunalpolitiker sind bereit, diesen Weg auch zu gehen. Ich möchte die nicht ausbremsen, deshalb finde ich das auch richtig und sinnvoll, wenn man Modellprojekte in den nächsten 3 Jahren ermöglicht. Das schafft Akzeptanz
in der breiten Bevölkerung, vor Ort, da, wo die Menschen eben auch leben. Der zweite Weg ist für mich ein ganz klarer Auftrag, 2022. Wir haben eine gute Grundlage mit dem grünen Cannabis-Kontrollgesetz. Das als Blaupause auch zu nehmen, mit einer Expertengruppe die regulatorischen Maßnahmen auszuleuten, dass wir einen Gesetzentwurf 2023 im Kabinett, im Parlament vorlegen können und 2024 das ganze parlamentarische Verfahren abschließen können zu einem regulierten Cannabismarkt in Deutschland. Das ist meine Wunschvorstellung, wie man das machen könnte. Ich möchte einen regulierten Cannabismarkt mit regulierten Produkten über Fachgeschäfte, über kontrolliertes Fachpersonal. Das ist, finde ich, ein gangbarer Weg, wo wir wieder Anschluss finden können an die viele andere Länder, die den Weg schon gegangen sind. Wir können von den Erfahrungen abschöpfen. Da hätten wir, glaube ich, genug zu tun, wenn wir das in den nächsten 4 Jahren eben auf Grundlage von dem, was wir dann in der Expertengruppe 2022 als Stichworte und Stichpunkte als Auftrag bekommen, dann noch abarbeiten können. Es sind unwahrscheinlich viele Regularien, Verordnungen, Gesetze, die davon betroffen sind. Deshalb, das ist eine Mammutaufgabe, das auch zu führen. Und nochmal mein Plädoyer, aber die Gesellschaft auch an der Stelle weiter mitzunehmen auf diesem Weg eines regulierten, entkriminalisierten Cannabismarktes in Deutschland und auch Modellprojekte in den nächsten 2-3 Jahren, so wie Bonn beschlossen hat, in Berlin gibt es Beschlüsse, in Düsseldorf gab es Beschlüsse und Münster. Es sind viele andere Städte, die sich da auf den Weg machen wollen und wir sind halt so ein vielfältiges Land. Deshalb die Menschen mitnehmen, die Kommunalpolitiker mitnehmen, dann schaffen wir auch die Akzeptanz für diesen regulierten Markt. Danke, Herr Blinert. Herr Schinnenburg, machen Sie weiter mit den Vorschlägen Ihrer Partei, Ihrer Fraktion. Sie hatten ja auch zuerst Modellprojekte vorgeschlagen und später dann sind Sie weitergegangen. Also seit 2015 gibt es eine eindeutige Beschlusslage meiner Partei. Wir wollen eine kontrollierte Abgabe von Genusscannabis an Erwachsene in Apotheken und speziell lizenzierten Geschäften. Der Antrag mit den Modellprojekten, den wir Anfang der Wahlperiode eingebracht haben, ich habe den eingebracht, diente eigentlich nur dazu, den konservativen Parteien eine goldene Brücke zu bauen. Wir haben gesagt, pass mal auf, verstehen, dass ihr nicht sofort über den Schatten springen könnt, machen wir erst Modellprojekte. Das ist von den Koalitionsfraktionen nach 1,5-jähriger Beratung abgelehnt worden. Die SPD hat dazu gesagt, wir wären ja eigentlich dafür, aber als Koalitionsraison müssen wir es leider ablehnen. Also das war unser Vorschlag, unsere goldene Brücke, die ist abgelehnt worden. Da sind wir jetzt eindeutig bei der, auch per Antrag, bei der Meinung, wir wollen kontrollierte Abgabe an Erwachsenen, spezialisierten Geschäften aus folgenden Gründen. Erstens, wir wollen den Schwarzmarkt nicht abschaffen, das werden wir gar nicht schaffen, aber verringern. Wir wollen Qualität sichern. Die Menschen sollen wissen, was da drin ist, was sie kaufen, wie viel THC und andere Dinge drin. Wir wollen Geld einnehmen. Es gibt Berechnungen, mindestens 1 Milliarde, wahrscheinlich möglicherweise mehr Geld würde man einnehmen. Und drittens, wir wollen Polizei und Justiz entlasten. Ich habe es gerne auf die Formel gebracht. Ich habe mehr Angst vor einem Einbrecher als dafür, dass mein Nachbar kifft. Mit anderen Worten, also ich bin dafür, die Polizisten da abziehen und lieber bei Einbrechern, auf mich so bei anderen Delikten einsetzen. Und die Drogenbeauftragte, die habe ich gerade vor ein paar Tagen jetzt per Internet bescheinigt. Frau Ludwig, erkennen Sie, Sie reiten ein totes Pferd. Steigen Sie ab. Das ist unsere Meinung dazu. Danke, Herr Dr. Schinnenburg. Herr Moffersat, Sie hatten, glaube ich, auch zuerst einen zustimmungsfähigen Vorschlag vorgelegt. Und die Position der Partei ist aber deutlich weiter und auch der Fraktion, nicht? Genau, also wir haben im Deutschen Bundestag in dieser Legislatur verschiedene Anträge zum Thema Cannabis gestellt, aber sozusagen der erste Antrag, den wir eingebracht haben, war die Entkriminalisierung, weil wir gesagt haben, das ist ja das Drastischste, ja, dass also 80% aller Strafverfahren beziehen sich auf konsumnahe Delikte. Das heißt, wir müssen die Konsumentinnen und Konsumenten als erstes rausholen aus dieser Strafbarkeit. Es ist ja auch irre, also in Berlin kann man bis zu 15 Gramm Cannabis besitzen, also wird im Regelfall ein eingestelltes Strafverfahren. Fahre ich rüber nach Brandenburg ein paar Meter weiter, sind es schon nur noch 6 Gramm. Und das versteht kein Mensch. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen eine bundeseinheitliche Regelung mit 15 Gramm und den Eigenbau ermöglichen. Das ist aber nur wir wollten da sozusagen ein Kompromissangebot machen. Wir haben in unserem Wahlprogramm und auch Parteiprogramm stehen, dass wir eine Legalisierung von Cannabis wollen in einem staatlich regulierten Markt. Das Cannabisverbot ist gescheitert. Wir haben 3 bis 4 Millionen Menschen, die in Deutschland konsumieren. Also das Verbot wirkt nicht. Das Einzige, was dieses Verbot bewirkt, ist, dass es Existenzen zerstört, dass Menschen Strafverfahren kriegen, Aktenkunden nicht
bei der Polizei wären, ihren Job vielleicht verlieren, ihren Führerschein verlieren. Das ist ein unhaltbarer Zustand und deshalb brauchen wir endlich einen regulierten Cannabismarkt. Wir stellen uns das vor allem vor durch Cannabis-Fachgeschäfte und Cannabis-Social-Clubs, also die sozusagen für den Eigenanbau auch anbauen, letztere. Apotheken wollen wir nicht drin haben. In Apotheken kaufe ich ja auch nicht mein Bier. Ja? Also es ist sozusagen nicht der Ort, wo man sozusagen zu Freizeit- und Genusszwecken hingeht, sondern wenn man bestimmte medizinische Indikatoren hat. Und deshalb gehört das für mich in spezialisierte Geschäfte und in Cannabis-Social-Clubs. Weltweit immer mehr Cannabis-Legalisierung, Kanada, immer mehr US-Bundesstaaten, Uruguay, immer mehr Länder, die eine Toleranzpolitik machen, eine Entkriminalisierungspolitik. Deutschland ist ja tatsächlich drogenpolitisch im Mittelalter, repräsentiert auch von einer Drogenbeauftragten, die vom Thema relativ wenig Ahnung hat. Also das muss endlich beendet werden und ich hoffe, dass wir nach dieser Bundestagswahl eine Koalition bekommen, die auch hier progressiv und fortschrittlich ist und endlich eine Politik einleitet, die ja wissenschaftlich evidenzbasiert ist und nicht ideologiebehaftet wie bisher. Danke, Herr Moffasat. Herr Rüdel, Sie, was können wir denn von anderen Ländern lernen, beziehungsweise USA, Kanada, Uruguay? Sie kommen auch noch dran. was können wir denn aus den anderen Ländern lernen? Sie waren in Uruguay. Was haben Sie beobachtet und gelernt? Jetzt haben wir ein paar Jahre Erfahrung auch mit Cannabis als Genussmittel eben in Nordamerika. Was wäre Ihre Idee, um in Zukunft auch mit Cannabis als Genussmittel hier in Deutschland umzugehen? Dass man in einem Modellprojekt untersucht, ob die Wirkungen auch, was also Entkriminalisierung angeht, sich wirklich bewahrheiten. Ich sehe grundsätzlich ein Problem, dass auch wenn man positiv an ein Modellprojekt herangeht, dass also die Abgabe an Erwachsene erfolgen muss, kann mir auch die Abgabe in Apotheken an einen fest definierten Personenkreis vorstellen. Aber wir haben ja auch die Nutzung von Cannabis zu Konsumzwecken, auch bei unter 18-Jährigen. Und da kann ich mir jetzt nur schwer vorstellen, diese Gruppen Modellprojekte einzubinden. Und ich glaube, dass das auch die große Herausforderung sein wird, wenn man also hier über Legalisierung nachdenkt, kann es eigentlich nur für Erwachsene sein. Ja, vielen Dank, Herr Rüdel. Herr Graf, das Cannabiskontrollgesetz ist von allen Vorlagen bisher das detaillierteste. Sie waren auch beteiligt. Im Vorfeld hier gab es auch schon Fragen aus dem Publikum. Fachgeschäfte oder Apotheken waren zum Beispiel die Fragen, also Dispensaries oder Apotheken. Wie haben Sie das geregelt? Wie wollen Sie das als Grüne Partei? Also wir haben in dem Cannabis-Kontrollgesetz geregelt, dass wir eine Legalisierung von Cannabis durch kontrollierte Abgabe machen wollen in kontrollierten Fachgeschäften, wo die VerkäuferInnen auch explizit dafür ausgebildet werden, wo sie auch wissen, was sie da verkaufen, wo VerbraucherInnenschutz dabei ist, wo klar gesagt wird, was, welcher THC-Gehalt, welche anderen Gehalte sind mit drin, welche Sorten gibt es, auch welche Auswirkungen haben das, ist das jetzt eher chillig oder ist das eher lustig. Diese Fragen auch mit rein, dass wir dann auch mit reingehen, 30 Gramm pro Person zu kaufen, weil man braucht auch was für den Genuss. Man will ja nicht jeden Tag da wieder reingehen. In diese Richtung. Wir waren sehr für die kontrollierte Abgabe, natürlich auch mit einem Jugendschutz. Ich finde das immer so abstrus. Entschuldigung, das ärgert mich, wenn ich das hier höre, als ob der Schwarzmarkt, ob ja irgendein Dealer im Augenblick auf den Jugendschutz gucken würde. Wir kriegen den Jugendschutz doch nur hin, wenn wir es legalisieren und wenn auch Lizenzen dranhängen. Es ist ja nicht so, dass der Dealer auf einmal nicht mehr verkaufen darf. Auf einmal nicht mehr verkaufen darf, wenn er jetzt, der wird ja am Girlie nicht abgezogen, wenn er es an 16- oder 17-Jährigen verkauft. Also das kriegen wir doch nur hin, wenn man Lizenzen hat. Also das ist doch genau dieser Jugendschutz, kriege ich eben in dieser Situation auch nicht hin. Da ganz klar
auch mit diesen Kontrollen, wie gesagt 30 Gramm und dann noch etwas zu diesen Modellprojekten. Ja, dann stimmt denen doch zu. Es haben nicht nur Städte diese Modellprojekte beschlossen, sondern es gab auch schon Anträge dazu. Wir als Land Berlin haben mit Rot-Rot-Grün einen Antrag gestellt, dass wir hier Modellprojekte einführen wollen. Er wurde abgelehnt vom Gesundheitsministerium. Wir müssen im Augenblick vor Gerichten dagegen klagen. Wir tun das, aber jetzt einfach immer nur zu sagen, wir wollen Modellprojekte, es liegt vor. Man muss nur Ja sagen. Ich habe davor auch, wie ich noch in Friedrichshain-Kreuzberg aktiv war, haben wir als Friedrichshain-Kreuzberg als Kommune diesen Modellprojekt beantragt. Auch das wurde abgelehnt. Die verschiedensten Modelle. Man muss nur Ja sagen. Es liegt alles auf dem Tisch. Und ich diskutiere auch gern, ob Apotheken oder Fachgeschäfte. Das ist alles eine Feinschmecker-Diskussion für mich. Weil ich bin sehr für Fachgeschäfte. Ich glaube, Apotheken ist für Medikamente, Genuss ist nochmal was anderes. Ja, das würde ich prinzipiell auch unterscheiden. Aber ich nehme auch die Apotheken. Das ist mir wurscht im Augenblick. Also Hauptsache, wir kommen da mal Schritte voran. Weil es kann doch nicht sein. Wir diskutieren seit Jahrzehnten diese Thematik und es ist einfach nur noch, ich will endlich mal, in der Klimapolitik sagen wir gerade, listen to the science. Ich würde mir das in der Drogen- und Cannabispolitik auch so verdammt mal noch wünschen. Vielen Dank, Herr Graf. So, jetzt lassen wir uns mal ein bisschen Koalitionsverhandlungen spielen. Herr Rüttel sagt Modellprojekte. Seine Kollegin Frau Ludwig von der CSU sagt Ordnungswidrigkeit. Ich glaube, es ist keine Konstellation denkbar, dass sozusagen die Linken in Koalitionsverhandlungen mit der CDU einsteigen. Aber an die anderen drei, wenn sich diese Position von Herrn Rüttel und Frau Lindner in irgendeiner Form durchsetzen sollten in der CDU... Ludwig. Frau Ludwig. Frau Ludwig. Ja. Es gab mal Eduard Lindner als Drogenbeauftragten der CSU, das ist aber schon ganz lange her. So, okay. Ludwig, genau. Also an Sie drei. Potenzielle Koalitionspartner, FDP, Grüne und SPD. Wo liegen denn da die Kompromisse? Wer will starten? Also vor Verhandlungen macht man ja keine Kompromisse. Unsere Linie ist klar, kontrollierte Abgabe an Erwachsene in Apotheken, spezialisierten Geschäften, das ist unsere Marschrichtung. Und viel darunter lassen wir uns, glaube ich, nicht abspeisen. Und dann sagen Sie wieder, lieber nicht regieren als schlecht regieren und gehen wieder. Also wir machen nicht alles mit, wir machen nicht Regierung um jeden Preis, nicht nur im Cannabis, in allen Bereichen, aber ich sehe eine Mehrheit für diese Linie, die wir vertreten und lieber Kollege Rüttel, Sie werden wohl noch ein ganz klein bisschen zurückstecken müssen in Ihrer Position, wenn Sie mit uns koalieren wollen. Sie dürfen auch gerne antworten, Herr Rüttel. Also ich glaube, dass diese Thematik bei den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielt, aber eine sehr untergeordnete. Ich glaube nicht, dass eine Koalition an dieser Frage scheitert. Okay. Also es gab auch im Vorfeld die Frage, wie stark ist es denn in den drei Parteien als Thema? Wie wichtig wollen die das nehmen? Ist das Prio 1 oder eher hinten dran? Naja, dass Prio 1 bei uns Klimaschutz ist, das wird jetzt keinen überraschen. Das muss man der Ehrlichkeit halber natürlich sagen. Aber was ich schon sagen will, verarschen brauchen wir uns auch nicht. Die geringe Menge jetzt bundesweit auf 6 Gramm festzulegen, ändert ja faktisch nichts. Die meisten Bundesländer haben eine geringe Menge. Und dass die geringe Menge heißt ja einfach nur, dass die Strafverfolgung, also die ist ja weiter da. Es ist auch weiter eine Straftat. Es steht auch weiter im Straftatbestand. Es wird nur nicht weiter verfolgt, weil das Bundesverfassungsgericht mal festgestellt hat, dass die Polizei da überlastet wird und die Strafgerichte und die Gerichte überlastet sind. Also, dass ich einfach jetzt sage, ich mache mal ein etwas, was das Bundesverfassungsgericht als notwendig erzählt hat, als Kompromiss und das ist jetzt der tolle Vorangehen, das ist für mich schon ein rechtsstaatliches Verständnis, das, ja, also wo meine Zweifel irgendwie so hochkommen. Also das finde ich schon irgendwie schwierig. Modellprojekte, wie gesagt, einfach zustimmen. Die liegen vor. Wir haben kein Problem damit, wenn das Gesundheitsministerium jetzt sagt, oh, wir haben uns ein bisschen geirrt, wir machen es trotzdem. Das muss ich gar nicht warten. Das können wir morgen starten. Wir haben in Berlin das alles fertig. Wir sind startklar. Wir gehen da gerne rein. Wir kämpfen dafür. Annalena Baerbock bei uns hat sich klar für die Legalisierung ausgesprochen. Cem Özdemir ist da auch dabei. Also wir sind gut aufgestellt.
Vielen Dank. So, es gibt noch andere Konstellationen. Möglicherweise eine Ampel, also SPD, FDP und Grüne oder auch Rot-Rot-Grün wäre auch eine Möglichkeit. Und der interessanteste Part bei diesen beiden Konstellationen, nach allem, was wir wissen, ist ja dann die SPD. Herr Blinert, wollen Sie mal ein bisschen spekulieren, wie weit geht Ihre Partei mit oder nicht? Also wir müssen ja erstmal feststellen, dass ganz viele Parteien das ja mittlerweile im Wahlprogramm ja auch drin haben. Wir auch, andere auch. Das ist ja schon mal ganz gut, auch eine gute Voraussetzung, wo man anknüpfen muss. Also ich setze mich auf jeden Fall dafür ein, dass wir alle vier Punkte, die wir heute Morgen hier besprochen haben, auch in irgendeiner Form in den Sondierungs- und Koalitionsgesprächen auch behandeln und Vereinbarungen an der Stelle eben auch treffen. Das ist das wichtigste, verbindliche Vereinbarung in Koalitionsverhandlungen zu treffen. Dann hat man schon mal wirklich einen Weg auch beschrieben für vier Jahre Regierungsfähigkeit, die sich da zeigt. Und dann, glaube ich, ist vieles tatsächlich auch machbar. Unter bestimmten Konstellationen ist wahrscheinlich auch eine Wunschvorstellung machbar, wie wir hier ja heute Morgen auch teilweise, glaube ich, wie wir es sehen können, wo es große Gemeinsamkeiten eben auch gibt. Und glaube, man sieht auch, mit wem es wahrscheinlich nicht gehen würde, wenn eben eine andere Partei mit in der Koalition noch beteiligt würde. Ich glaube, bei Rot-Rot-Grün müssen wir es allein schon deswegen legalisieren, damit die CSU das auch aushält, dass wir so regieren. Also, mir wird auch schon jetzt signalisiert, dass wir zum Schluss kommen müssen. Aber nichtsdestotrotz, mich interessiert natürlich noch eine Frage an Herrn Rüddel. Sind Sie da so ein bisschen zu alleine mit Ihrer Position in Ihrer Partei? Oder, also jetzt mal so ein bisschen schmunzelnd gefragt, so sollen wir nur Sie als Person wählen und nicht die CDU, wenn wir eine vernünftige Cannabispolitik haben wollen? Wie stark wird sich Ihre Meinung durchsetzen in der CDU? Also meine Wahrnehmung ist, dass also heute über diese Wege, also ich sage jetzt mal, beim Medizinalcannabis ist das überhaupt keine Frage. Auch die weitere Entwicklungen hier entsprechend aktiv auf den Weg zu bringen. Ich glaube, das ist also in meiner Partei Konsens, legale Erwerb Konsum von Cannabis ist sicherlich ein Thema, wo also noch Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Wie gesagt, ich sage ja nicht, wir machen das, sondern wir sollten ein Modellprojekt auf den Weg bringen, um Argumente zu haben, dafür oder dagegen. Und da glaube ich, wird der Kreis größer, die diesen Weg mitgehen wollen in Richtung Modellprojekt, als das noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Vielen Dank. So. Wir dokumentieren alles in Kürze. Die meisten Antworten liegen vor. Wir haben als Branchenverband natürlich Wahlprüfsteine, Fragen an die Parteien gerichtet, werden in den kommenden Tagen publiziert. Insofern kann man auch nochmal die offiziellen Aussagen der Bundesparteien nachlesen. Auf alle Fälle haben wir heute Leute gesehen, die sich für Änderungen in der Cannabispolitik einsetzen. So, und deswegen danke ich ganz herzlich, dass Sie alle hier an der Runde beteiligt waren. Und ich würde gerne Ihnen allen einen warmen Applaus mit in den Wahlkampf geben. Und die große Bitte von uns hier, dass nach der Bundestagswahl auch tatsächlich Änderungen in den für uns relevanten Bereichen kommen. Deswegen viel Applaus für unsere Diskutanten hier und machen Sie ihnen Mut und machen Sie Mut für Änderungen in der Cannabiswirtschaft und Änderungen für die Menschen. Applaus